Gott, Leute, das heutige Video wird zu krass. Ich habe mir nämlich nur für euch richtig coole Update-Ideen für Skywars überlegt. Wir haben ein neues Join-System, was komplett automatisch ist. Wir haben Power Skywars und wir haben ein komplett neues Kit und vieles mehr. Also bleibt unbedingt dran. Hallöchen, ich bin's wieder, Lou. Luis. Und damit herzlich willkommen zum weiteren Video auf meinem Kanal. Und ja, wie ihr es vielleicht schon im Pre-Intro mitbekommen habt, stelle ich euch heute mal von mir selbst ausgedachte Skywars Update-Ideen vor. Das Ganze war wirklich ultra viel Arbeit, weil ich habe alles selbst bearbeitet, mir alles ausgedacht und so. Deswegen würde ich mich riesig freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert und ein Like da lasst. Ich weiß natürlich nicht, ob wir es schaffen, aber lasst uns mal versuchen, die 50 Likes auf diesem Video zu schaffen. Und Leute, schreibt mir auf jeden Fall mal in die Kommentare, welche Idee unbedingt ins Spiel kommen muss und welche ihr nicht so gut fandet. Und jetzt viel Spaß mit dem Video! Okay, fangen wir direkt mit dem ersten Punkt an, und zwar den Challenges. Okay, ich muss sagen, dieses ganze Konzept gibt es auch schon auf anderen Servern, aber ich habe mir gedacht, ich fände es mega, mega cool, wenn das Ganze auf Gomme auch existieren würde. Und zwar habe ich mir das überlegt. Es gibt eine Reihe für die leichten Challenges, zwei Reihen für die mittleren Challenges, eine Reihe für die schweren Challenges und dann gibt es noch eine extrem schwierige Challenge mit den Goldblöcken umrandet und von einem Netherstar gekennzeichnet. Diese Challenge ist sehr, sehr schwer und falls man sie schafft, bekommt man dafür 1000 Coins. Diese Challenge ändert sich allerdings jede Woche. Sobald man auf eine Challenge draufgeklickt hat, hat man diese für diese Runde aktiviert. Und falls man zum Beispiel die keine Blöcke platzieren Challenge macht und dann in der Runde trotzdem Blöcke platziert, steht unten im Chat, leider hast du die Challenge nicht erfolgreich geschafft. Sollte man das Ganze allerdings schaffen, zum Beispiel Skywars gewinnen, ohne einen Block zu platzieren, dann wird unten im Chat angezeigt, herzlichen Glückwunsch, du hast die Challenge geschafft. So viel zum ersten Punkt, machen wir direkt weiter mit dem zweiten Punkt. Beim nächsten Punkt geht es um Power Skywars. Und zwar hat man die Möglichkeit, ab dem Premium-Rang zweimal pro Tag und als normaler Spieler einmal pro Tag eine Runde Power Skywars zu spielen. Power Skywars hat nur drei Unterschiede zum normalen Skywars. Es ist zwar eine gleiche Runde, aber die Coins werden verdoppelt, du hast in dieser Runde alle Kits und was richtig, richtig interessant ist, für diese Runde zählen deine Stats doppelt. Das heißt, wenn du zum Beispiel einmal stirbst, werden auf deine Stats aber zwei Tode eingerechnet. Wenn du allerdings wieder einen Kill machst, werden auch in deine Stats zwei Kills eingerechnet. Dies ist bei den Wins auch genauso. Doch wie kann man eigentlich genau Power Skywars spielen? Dies ist ganz einfach. Und zwar, sobald ihr in eine Runde Skywars geht, habt ihr unten im Inventar entweder eine blaue, gelbe oder rote Wolle. Blau bedeutet, du kannst heute noch zwei Runden Powerplay spielen, gelb bedeutet noch eine und rot bedeutet keine mehr. Falls du nun diese Runde als Powerplay-Runde verwenden möchtest, klicke nun auf die Wolle und du wirst zu einem Fenster weitergeleitet. Dort musst du das Ganze nur noch mit der grünen Wolle bestätigen und schon wird diese Runde für dich als Power Skywars gewertet. Ganz einfach. So, machen wir weiter mit dem dritten Punkt und zwar mit dem automatischen Join-System. Eigentlich ist das Ganze gar nicht eine so große Änderung. Es ist zwar viel, viel einfacher, aber es gibt dazu nicht so viel zu erzählen. Alles fängt damit an, dass man in irgendeiner Runde / Lieblingsmap und dann seine Lieblingsmap eingibt. Man kann bis zu 5 Lieblingsmaps wählen. Sobald man dann in der Skywars Lobby ist, ich habe euch das jetzt hier mal mit der roten Linie gekennzeichnet, wird man automatisch in eine Runde teleportiert, falls deine Lieblingsmap momentan vorhanden ist. Das Ganze wäre ziemlich praktisch, weil man sich dann da auch AFK hinstellen könnte, bis man auf seine Lieblingsmap teleportiert wird. Das Ganze wäre echt cool und ja. Die nächste Update-Idee ist das neue Kit und zwar das Piloten-Kit.
Und zwar würde man bei diesem Kit eine Einmal-Elytra haben und drei Raketen. Was das Ganze bedeutet, das erkläre ich euch jetzt. Das Ganze bedeutet, dass man eine Elytra hat, die, sobald man sie allerdings einmal verwendet hat, kaputt geht. Das heißt, man kann mit der einmal fliegen und sobald man landet, geht diese kaputt. Man kann sich auch dreimal mit den Raketen boosten. Das macht das ganze Kit meiner Meinung nach nicht zu schwach, aber auch nicht zu stark. Mehr habe ich zu dem Kit nicht zu sagen. Ich würde sagen, wir machen direkt mit dem fünften und letzten Punkt weiter. Und in dem fünften und letzten Punkt geht es um ein Item, was aus einem anderen Spielmodus meiner Meinung nach auch gut in Skywars passen würde. Und zwar ist damit eine Brücke gemeint. Und zwar, ich weiß nicht genau, wie das heißt, aber es gibt ein Item in Bad Wars, mit dem kann man so eine Brücke spawnen. Ganz einfach, dieses Spawn-Ei gibt es auch nur einmal in der kompletten Skywars-Runde. Halt in einer Truhe gibt es dieses Item einmal. Und damit, sobald du das halt spawnst, wird ein Weg hergestellt. Und dieser Weg wird innerhalb von einer Sekunde ein Weg hergestellt. Und dieser Weg ist hier mit den Sandsteinblöcken gekennzeichnet. So, hierzu seht ihr nochmal das Bild eingeblendet und es war wirklich, wirklich richtig viel Arbeit. Deswegen freue ich mich riesig, wenn ihr diesem Video einen Daumen nach oben gebt und mich abonniert. So viel dann zu diesem Video. Wir sehen uns das nächste Mal wieder, wenn es heißt Lulu ist am Start. Bis dahin habt eine schöne Zeit, haut rein und ciao!